Hallo willkommen, ich bin der Max und heute geht es darum, wie viel Geld wir in Neuseeland ausgegeben haben für einen Monat Neuseeland Roadtrip. Wir waren ja für einen Monat unterwegs, nur auf der Nordinsel und haben in einem Camper geschlafen und Campingplätze gehabt. Und ich wollte euch heute mal erzählen, wie viel wir tatsächlich da ausgegeben haben. Neuseeland ist auf jeden Fall eines der teuersten Länder der Welt und auch natürlich auf unserer Weltreise. Dafür haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Budget eingeplant. Ich zeige euch wieder, was wir für Transport ausgegeben haben, was wir für den Camper ausgegeben haben, für die Campingplätze, für Essen, Trinken, sonst irgendwas. Alles ist wieder fein aufgedröselt. Wir haben wieder jeden einzelnen Cent mit in unsere App reingeschrieben. Das heißt, ihr habt nachher alles wieder im Überblick. Und ja, bevor wir mit dem heutigen Video loslegen, kleine Ankündigung noch. Ich habe nämlich neuen Merch rausgebracht. Die alten Leute können sich vielleicht noch an die Melona und Melone erinnern. Jetzt geht es alles rund ums Thema Traveln, um Exploren. Weil es einfach jetzt für mich so die Leidenschaft geworden ist. Und ich möchte einfach diese Botschaft so raustragen. Und ich dachte mir, hey, wie ist es denn cooler mit einem coolen Design, mit einem coolen Shirt, mit einem coolen Spruch? Und ich habe so ein paar, so eine kleine Auswahl für euch. Das geht von Explore, weil X auch in meinem Namen ist, über Explore More Worry Less, was halt auch so super zu mir passt, weil ich halt wirklich dafür stehe, dass man sich weniger Sorgen machen sollte. Natürlich mache auch ich mir manchmal Sorgen, wie man bald in dem nächsten Travel Update erfährt. Aber ich weiß, man sollte einfach mehr exploren und weniger sich Sorgen machen. Und natürlich never stop exploring. Also ich habe so ein paar Designs rausgebracht. Falls es euch interessiert oder falls ihr mich unterstützen wollt auf meiner Weltreise, gerne mal den Link unten in der Infobox auschecken. Da könnt ihr euch die Sachen holen. Es gibt nicht nur T-Shirts, es gibt auch Tanktops und ein paar andere Sachen. Und auch so ein Turmbeutel zum Beispiel. Ja, es war einfach so eine Leidenschaft und ich wollte schon immer mal T-Shirts designen. Und jetzt habe ich das schon mal ein bisschen gemacht und ich bin mittlerweile auch so ein bisschen im T-Shirt-Business drin. Und ich dachte mir, hey, warum nicht noch einen eigenen Merch nochmal mit rausbringen, was Neues, was Passenderes jetzt. Und für alle, die Melone vermissen, es gibt auch ein Melonen-Design, aber das müsst ihr unten auschecken. Aber jetzt legen wir mal los. Neuseeland war teuer. Wir starten wieder in alter Manier mit der Übersicht hier. Ich habe es euch ja für Thailand und Indonesien auch schon mal gemacht und unsere ganzen Kosten aufgelistet. Wie gesagt, wenn ihr das cool findet, dann gerne einen Daumen nach oben, dass wir unsere Kosten hier so auflisten. Freut mich auf jeden Fall und auch, dass diese Videos cool ankommen bei euch. Wir waren vom 20. Dezember bis 15. Januar in Neuseeland, also 27 Tage müssen es sein, und haben uns für diese 4 Wochen zu zweit gesagt, okay, wir wollen ungefähr 4.000 Euro ausgeben. Also wir wollen nicht, aber wir planen das mal ein. Also 2.000 Euro pro Person und hier sind aber wie gesagt immer die ganzen Kosten für beide Personen mit drin. Und weil sich halt viele Kosten auch immer bei uns durch zwei teilen, deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen einfach für beide. Und ja, 4.000 Euro ist einfach mal das, mit dem wir es so geplant hatten. Fremdwährungsumsatz, das ist das, was so ein Neuseeland-Dollar wert ist. Also ein Neuseeland-Dollar sind ungefähr, ja, 58 Cent. Also ungefähr 60 Cent, mit dem habe ich immer im Kopf grob gerechnet. Wie wir wieder bezahlt haben, Bar und Amex. Falls ihr länger unterwegs seid und viel fliegt und auf einer Suche nach einer guten Kreditkarte ist, Link in der Infobox. Die Kreditkarte ist mega, mega geil. Genau, und unsere Kategorien, für was wir alles ausgegeben haben. Ob wir es wieder geschafft haben, tatsächlich in unser Budget zu bleiben, seht ihr am Ende. Wir fangen wieder erst mit dem ersten Posten an, und zwar Transport. Der größte Posten in Neuseeland war tatsächlich Transport, weil wir ja den Camper hatten. Dazu muss man sagen, wir waren in der Hauptsaison, also von Dezember bis Februar ungefähr ist Sommer in Neuseeland. Das heißt, Hauptsaison, die Preise sind am teuersten in Neuseeland, man hat so aber auch das schönste Wetter. Gerade so Ende Januar, Ende Februar so, soll es dann auch richtig schön warm werden. Bei uns war es noch ein bisschen kühl teilweise, zumindest das Meer, aber die Tage an sich waren sehr, sehr schön. Der Camper hat uns aber für die 27 Tage 1.600 Euro gekostet, das heißt, pro Person haben wir 30 Euro am Tag für den Camper bezahlt. So viel haben wir nicht mal in ganz Indonesien ausgegeben, was allein der Camper schon gekostet hat in der Zeit. Aber ja, besser kommt man in Neuseeland einfach nicht an diese einzelnen Orte und deswegen lohnt sich halt ein Camper schon, wenn man viel von dem Land sehen will. Und das haben wir auf jeden Fall. Wie gesagt, was wir alles gemacht haben, dazu gibt es noch ein separates Video. Es dauert aber noch ein bisschen, weil es einfach so viel war. Wir haben so viel gesehen und es war echt eine geile Zeit. Der Camper an sich war tatsächlich das günstigste, was wir gefunden haben, und auch weil wir es echt spät dran waren, so unsere letzte Hoffnung, was wir nehmen konnten. Wie gut der tatsächlich war und ob es sich gelohnt hat, so einen günstigen zu nehmen, das seht ihr auch in einem anderen Video nochmal. Kurz vorweg, es war ein Bett drin, es war eine Küche drin, es war was zum Spülen drin, es war eigentlich alles drin, was man so grundlegend gebraucht hat. Je nachdem, wie viel Komfort man möchte, ist das auf jeden Fall eine Option. Dann, durch das, dass wir natürlich in Neuseeland auch rumgefahren sind, mussten wir öfters mal tanken. Tanken in Neuseeland ist günstiger als in Deutschland. Ja, das teuerste, was wir so getankt haben, waren so 64 Euro. Wir hatten aber dann meistens nicht ganz komplett leer, sondern immer so ein Viertel noch drin. 50 Euro, 41 Euro, 57 Euro. In Dollar sieht das immer ganz anders aus, wenn man das mal auf Dollar umstellt, auf Neuseeland-Dollar. Da tankt man dann schon öfters mal 100 Dollar knapp so in so einen Tank rein. Und ich glaube auch immer, dass das irgendwie so der Grund ist, weil die Umrechnung von Neuseeland-Dollar zu Euro so krass ist, dass man so Neuseeland als mega, mega teuer empfindet. Klar, es ist auf jeden Fall deutsches Niveau vom Preis her. Tanken ist sogar ein klitzekleines bisschen günstiger, würde ich sagen. Aber es ist nicht ganz günstig, aber man kann auf jeden Fall günstig da leben. Ihr seht es auch, wie viel wir tatsächlich im Endeffekt gebraucht haben. Natürlich braucht man mehr Geld wie in Asien, aber so krass teuer wie
man immer sagt, dass Neuseeland ist, fanden wir, war es jetzt nicht. Wir haben ab und zu mal einen Bus genommen, nach Wellington rein zum Beispiel für 2,90, 4,60 oder auch mal ein Maut bezahlen müssen, das geht alles online da mittlerweile. Da wird dann eine Plakette abgescannt, du gehst auf eine Internetseite, gibst deine Plakette ein und musst es dann in den nächsten 5 Tagen überweisen. Das klappt aber eigentlich auch alles ganz gut. Und ja, das ist so viel zum Thema Transport. Wir haben insgesamt damit mit Transport 2146 Euro ausgegeben. Ist auf jeden Fall eine Menge. Dann unsere Flüge. Wir sind ja von Bali ausgeflogen, von Denpasar über Sydney, kurzer Zwischenstopp, dann nach Auckland, Neuseeland. Haben für unsere Flüge 463 Euro bezahlt, wie gesagt, wieder mit einem Handgepäck. Also knapp 230 Euro pro Person. Flug ist jetzt nicht sonderlich teuer gewesen. Man muss aber dazu tatsächlich sagen, wir haben uns jeweils 100 Euro gespart pro Person, weil wir mit der Amex gebucht haben und wir da 100 Euro Reiseguthaben haben. Deswegen die Kreditkarte habe ich vorhin schon mal angesprochen, unten in der Infobox verlinkt. 200 Euro kriegt man dann nämlich Reiseguthaben, das haben wir da gleich eingelöst. Für die Flugkompensation haben wir 60 Euro wieder bei Prima Klima bezahlt. Kommen wir für Flüge für beide Personen auf insgesamt 523 Euro. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man nicht von Deutschland fliegen muss, weil sonst sind die Flüge natürlich um einiges teurer, ne? Dann kommen wir zu Einkäufen. Wir haben bei Warehouse und bei Pack & Save am meisten eingekauft. Meine ganzen Neuseeland-Tipps dazu habe ich schon ein Video gemacht, verlinke ich euch auch unten in der Infobox, wo man günstig einkaufen kann, wo man günstig tanken kann, welche Apps man braucht und sowas. Wie gesagt, ich nach zu jedem Thema, das für euch wichtig, interessant sein könnte, ein Video. Deswegen schaut einfach in der Infobox vorbei, die ist Gold wert, oder einfach auf meinem Kanal, da gibt es die ganzen Videos auch. Wir haben beim Essen meistens so zwischen 20 und 40 Euro bezahlt. Wenn man das wieder in Neuseeland-Dollar macht, dann sind es so meistens so zwischen 40 und 80 Neuseeland-Dollar, so um den Dreh. Haben immer auch für ein paar Tage eingekauft. Wir waren, wie gesagt, bei Pack & Save. Wir waren, wie gesagt, bei Warehouse einkaufen, haben uns da mal ein Kissen geholt, haben uns eine Decke geholt. Ein Anfangseinkauf, einfach mit ein paar Nudeln, mit ein paar Soßen, mit irgendwie Spüli, mit Zeba und lauter solchen Sachen. Das, was man halt am Anfang ein bisschen braucht und dann einfach immer nur nachgekauft. Kissen und Weihnachtsdeko haben wir mal 11 Euro im Warehouse bezahlt. Essen, Pack & Save, Essen und Alkohol. Alkohol ist relativ teuer, aber es geht auch noch, wenn man es umrechnet und wenn man es im Supermarkt kauft. Snacks, dann mal Essen, hier Schoki da, Wasser da. Ja, aber jetzt eigentlich auch nicht mega übertrieben. Wir hatten damals zum Beispiel, da unten steht so Cider and Chips. Cider waren, glaube ich, 12 Flaschen Cider und eine Packung Chips für 22,48, was Neuseeland-Dollar sind. Und wenn man das Ganze in Euro wieder sieht, dann sind es 13 Euro und das ist halt pro Euro eine Flasche Cider. Und ich finde, das ist wieder völlig okay. Also da verstehe ich dann manchmal nicht, warum man immer sagt, ja, Neuseeland ist so krass teuer, auch beim Alkohol. Wenn ich jetzt hier, ich bin ja gerade in Australien, mit damit vergleiche, ist Neuseeland echt günstig, was den Alkohol angeht. Also schüttet euch da noch zu und nicht in Australien. Da ist es auf jeden Fall teurer. Wir zahlen jetzt hier für ein Bier locker 5, 6 Dollar. Aber es kommt auch tatsächlich immer darauf an, ob man es im Supermarkt kauft oder halt irgendwie weggeht und dort was trinkt. Insgesamt für Einkäufe für diesen Monat für zwei Personen 347 Euro. Finde ich gar nicht so viel. Dann bei Unterkünften. Wir haben uns für den ersten Tag ein Hotel in Auckland noch geholt, weil wir erst am nächsten Tag den Camper geholt haben, weil wir relativ spät angekommen sind und den Camper am nächsten Tag holen, nicht irgendwie in der Nacht losfahren. Das war auch eine gute Entscheidung. Das Hotel hat aber auch 110 Euro gekostet. Das heißt, da merkt man schon pro Person 55 Euro. Das geht dann schon ins Geld, wenn man jeden Tag in ein Hotel geht. Deswegen haben wir uns auf jeden Fall für Campingplätze und den Camper entschieden, wo wir auch gesagt haben, damit kommen wir insgesamt auch auf jeden Fall besser weg und günstiger weg. Campingplätze kosten so im Schnitt mindestens so 12 Dollar pro Person, aber auch bis zu, ja, 30 Dollar pro Person. Kommt auch immer darauf an, wie der ausgestattet ist. Wie ihr einen Campingplatz findet, ist auch in meinem Tipps-Video mit drin. Da könnt ihr auch gucken, wie viel die kosten und könnt euch einfach vorher schon mal ein paar Gedanken machen. Nehmen wir heute einen kostenlosen Campingplatz, wo wäre einer auf dem Weg, was können wir anpeilen, oder nehmen wir heute einen mit Dusche, der aber was kostet, und da einfach einen guten Mix draus machen. Je nachdem, was man auch für ein Gefährt hat, ob man jetzt Strom braucht in einem Wohnmobil oder ob man das nicht braucht. Also die können schon ziemlich teuer sein und wir haben von unseren 27 Tagen ungefähr 12, 13 Tage auf einem bezahlten Campingplatz geschlafen und den Rest auf kostenlosen Campingplätzen. Da hast du aber keine Dusche, da hast du halt relativ wenig, da kannst du nicht richtig kochen, außer das, was du halt in deinem Auto machen kannst. Deswegen ist das auch immer ganz praktisch, wenn man da irgendwas hat, einen Gaskocher oder sowas zum Kochen. Haben aber viele Camper auf jeden Fall. Hier sieht man auch wieder die Campingplätze in Euro, was wir immer so zu zweit bezahlt haben. Also 14 Euro, 18 Euro, 14 Euro, 19 Euro, mal fürs Duschen nochmal extra bezahlt. 12 Euro, 9 Euro, und wenn man das Ganze in Neuseeland-Dollar sieht. Wir haben natürlich auch immer geguckt, dass wir auf die günstigen Campingplätze gehen und nicht auf die extrem teuren. Wir hatten ein bisschen Glück, wir kannten jemanden in Auckland, der uns in Auckland 2 Nächte kostenlos einen echt teuren Campingplatz zur Verfügung gestellt hat. Das war ziemlich, ziemlich nett. Der hatte da Connections, deswegen Grüße nochmal und Dankeschön. Ist auf jeden Fall cool, wenn man da natürlich Leute kennt und immer noch so einen Tipp hier und da bekommt. Genau, deswegen haben wir insgesamt für unsere Unterkünfte, für diese 27 Tage, wo wir eigentlich nur die Hälfte der Zeit Unterkünfte hatten,
Das heißt, wir haben insgesamt für unsere 27 Tage 271 Euro ausgegeben. Das heißt, im Schnitt pro Person nur 5 Euro am Tag. Wir sind da echt gut weggekommen. Wir haben uns auch echt Mühe gegeben, nicht jeden Tag einen bezahlten zu nehmen. Einfach, wenn wir keinen braucht haben, dann haben wir auch keinen genommen und haben geguckt, in erster Linie erstmal einen kostenlosen zu finden. Und das spart halt auch wirklich das Budget. Aber jetzt habt ihr mal so einen kleinen Anhaltspunkt. Das war halt so ungefähr für 2 Wochen gefühlt. Und dann der Posten Internet, der hat uns knapp 70 Euro gekostet, für jeden 35 Euro pro Person. Das waren, glaube ich, 50 Neuseeland-Dollar, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, wir hatten bei Vodafone ein Angebot für 10 Gigabyte und eine Social Flat, wo eben Instagram, WhatsApp und sowas alles for free drin ist. Und 10 Gigabyte noch sonst noch mit dazu. Und es hat uns 35 Euro gekostet. Also das war eigentlich ein ganz guter Deal. Den haben wir gleich am Flughafen abgeschlossen. Dann hatten wir da Internet, mussten uns für die nächsten 30 Tage keine Sorgen machen und haben im Schnitt ungefähr 1 Euro pro Tag fürs Internet bezahlt. Hat uns auch super ausgereicht, gerade mit dem, dass Instagram und sowas mit drin war, was man ja echt am meisten nutzt. Wir haben im WLAN dann ab und zu mal noch unsere Google-Karten runtergeladen, damit Google Maps nicht so viel Daten braucht, und das war's. Also damit sind wir eigentlich echt gut klargekommen, also es reicht locker. Dann haben wir noch für unser Visum 51 Euro bezahlt, also 25 Euro pro Person. Fragt mich nicht mehr, wo wir das gemacht haben, ich weiß es nicht mehr. Schon zu lange her, aber wir haben auf jeden Fall ein Visum beantragt, das 25 Euro gekostet hat. Dann bei Sonstiges haben wir 132 Euro ausgegeben. Was ist Sonstiges? Das ist fast nur ein Posten. Und zwar waren wir raften. Wir haben nicht super viele Aktionen gemacht. Wir haben einfach viele kostenlose Sachen angeschaut. Wir wollten nicht unbedingt zu Hobbiton gehen, weil wir selber nicht so die Herr-der-Ringe-Fans sind. Mag es gar nicht. Ich nur so, ja gut, ich habe die Filme gesehen. Deswegen haben wir so krasse, kostenpflichtige Sachen, weil da lang die Neuseeländer halt richtig hin, gar nicht so gemacht, sondern haben uns halt eher die Landschaft angeschaut, haben die Wasserfälle angeschaut, und das war alles for free. Was wir aber mitgenommen haben, war Raften. Das war mega, mega geil. Hat uns 100 Euro gekostet knapp. Wir haben noch die Bilder dazu gekauft. Dann mal noch Waschen und Postkappen. Das ist alles, was da noch mit drin ist. In Sonstiges hat uns insgesamt 132 Euro gekostet. Dann nochmal zwei andere Aktivitäten, die was gekostet haben, neben dem Raften, das jetzt hier bei Aktivitäten drin ist. Einmal waren wir ja surfen auf einer Düne und haben das Surfboard ausgeliehen. Das Surfboard ausleihen hat 15 Dollar gekostet. Wir haben uns eins ausgeliehen und keine zwei, also schon wieder die Hälfte gespart. Und dann waren wir doch bei so einer vulkanischen Area, wo so Krater waren, und da kam so lauter so Dampf raus und Schwefel. Und das hat für jeden normal 8 Dollar gekostet, Eintritt, also 9 Euro insgesamt. War jetzt auch nicht die Welt. Bei Restaurants, wir waren genau dreimal in ganz Neuseeland in Restaurants essen. Davon zweimal Pizza in eigentlich eher so Schnellimbiss-Restaurants. Einmal bei Domino's, das war das zweite, für 12,92 Euro. Und einmal bei einem in Wellington irgendwo nochmal. Und wir haben da echt wirklich die günstigsten Sachen rausgesucht, Leute. Das sind wirklich nicht repräsentativ für neuseeländische Preise beim Essen, die zweimal Pizza. Normalerweise zahlt man für eine Pizza ungefähr 20, 25 Dollar. Wir haben halt bloß 9 Dollar bezahlt. Wir haben uns halt echt geguckt, weil wir gesagt haben, wir sehen es nicht ein, so viel Geld für eine Pizza zu bezahlen, gerade wenn es das Weltreisebudget ist. Wir waren dann noch einmal essen zu dritt. Das ist auch in meinem Food Diary drin, das letzte Essen, wo wir uns einen Burger gegönnt haben oder Fish and Chips oder sowas in der Richtung. Wir waren da zu dritt, weil wir jemanden eingeladen haben, der uns nämlich den kostenlosen Campingplatz, den ich vorhin angesprochen hatte, zugeschustert hatte. Und da waren wir zu dritt essen für 72,50 Dollar. Das sind 42 Euro. Geht eigentlich auch. Wir waren aber auch da nicht jetzt in einem Mittelklasse-Restaurant, sondern einfach auch, ich sag mal, vom Preisbudget her schon relativ weit unten, weil normalerweise ist Neuseeland dann da doch schon ein bisschen teurer. Aber man sieht, es ist auch möglich, günstig in Neuseeland essen zu gehen, aber wie gesagt, wir haben meistens selber gekocht, weil es halt einfach nochmal günstiger kommt. Und wir nicht unsere 4000 Euro überschreiten wollen, die wir ausgeben wollten. Und genau, insgesamt kommen wir damit auf 6184 Neuseeland-Dollar. Jetzt denkt ihr so, oh nein, die haben es überschritten, aber was ist das in Euro? Es sind 3.586 Euro, die wir für die 4 Wochen in Neuseeland ausgegeben haben in dem Camper, und ich bin ehrlich gesagt mega happy, dass wir es so hinbekommen haben. Wir haben nicht mal 2.000 Euro pro Person ausgegeben, und klar, wir haben jetzt auch nicht jede Aktivität mitgemacht, die man mitmachen konnte, aber ich finde, es gab einfach auch so viel zu entdecken, ohne dass man dafür Eintritt bezahlen musste. Und wir haben das mit dem Rafting, da haben wir das Geld investiert, und wir haben, finde ich, das Beste daraus gemacht und mit relativ wenig Budget das Ganze zu bereisen. Was wir nicht gemacht haben und was auch auf keinen Fall dann ins Budget gepasst hätte, wäre eine Überfahrt in die Südinsel und bei der Südinsel noch was zu machen. Das wäre uns einfach zu teuer gewesen. Aber wir wollen uns ja auch noch was offen lassen für irgendwann anders mal, ne? Falls das Video euch weitergebracht hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Schaut auch gerne die anderen Neuseeland-Videos noch dazu an. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!